Sie ist eine Größe hinter großen österreichischen Fernseh- und Kinoproduktionen. Als Filmeditorin wählt sie vom Rohmaterial der Dreharbeiten geeignete Einstellungen aus, ordnet sie dramaturgisch und rhythmisch wirkungsvoll in Sequenzen an und gibt dem Film eine eigene, endgültige Form. Schnittmeisterin Britta Nahler spricht mit mir über ihr Handwerk für Kommissar Rex, aber auch über den Oscar für Die Fälscher mit Karl Markovic und warum sie mit Tobias Moretti durch die Hölle ging, sowie über ihr Leben und ihre Werte.